Ja, das ist wie eine Irrenanstalt hier. Mit begitterten Fenstern. In Aussicht auf Stockholm. Wo sind wir? Wie? Hä? Was ich mich gerade frage. Welcher Idiot baut einen Bahnhof, der nach oben und nach unten geht? Was? Nein, ich bin nicht verrückt. Nein, nein, ich bin nicht verrückt. Nein, 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 nein! My life. That fateful night, the child lay upon the road, broken. Why did you have to walk that way so late, young man? Why did you have to be so foolish? Disillusioned and embittered by his parents' words, the child was broken physically, broken mentally. The man in white placed him in the rolling chairs. How he laughed, how he laughed! And so he lived what remained of his life. One day fate smiled upon the child, and so he came upon the implement of his destruction. Decisions, decisions! The outcome was not certain. Pro captu lectoris. Abend sua fata libelli. Ich kann leider kein Latein. Okay. Ich würde in den Rollstuhl. Nee, ich glaube, das ist über mich. Ich würde in den Rollstuhl gesteckt. Wegen deiner Fateful Night. Weil ich so spät gelaufen. Ah, der Typ hat mich überfahren mit seinem Auto. Dann. Wenn auch immer das Buch kommen soll, wurde ich in den Rollstuhl gesteckt. Seitdem habe ich mich um Decisions gekümmert und irgendwie Destruction of Myself, was auch immer. Zu guter Letzt das Buch, in dem ich das hier geschrieben habe oder so ähnlich. Auf Anhieb richtig, ich sollte gehängt werden. Und das heißt, meine Beine sind wieder in Ordnung, auch wenn ich sie gar nicht sehen kann. Und ich bin jetzt hier in Stockholm, in der Monster uns abgehen und in der sich alle meine Freunde töten. Wie cool ist das denn? Erstmal Weine verlieren, jeder lacht mich aus, meine Eltern hassen mich und dann das. Das ist doch... Nein, meine Eltern hassen mich nicht. Das ist doch perfektes Leben, so eins hätte ich auch gerne. Ich hab gerade gespeichert, oder? Ich hätte gern noch gewusst, wie der Speicherpunkt heißt. Wo bin ich denn hier? Groovy Music. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. I need to head to the exit. In Labyrinthen, ohne Sackgassen, immer in eine Richtung. Also entweder immer nach links, dann werden wir so rum. Oder immer nach rechts, dann werden wir so rum. What the fuck? Was bist denn du? Denn ehrlich, was ist das? Das ist doch kein Leichensack oder so. Und vor allem, was schaut da unten raus? Das ist doch auch kein Penis oder so. Oh fuck. Die Dinger können hier also überall sein. Und eins verfolgt mich gerade. Bin bestimmt gleich niedergemetzelt. Perfekt. Ich hoffe, da kommt keins. Ne, kommt nicht. Clean, clean, clean. Alles clean soweit. Perfekt. Mal rechts halten. Umdrehen können die wohl nicht. Halt immer nach rechts. Ich will nicht im Kreis oder so laufen. Das war knapp. Yes, he suffered severe spinal damage in the accident. It's a miracle he still retains upper body motion. From the waist down, however, there is no nervous response at all.
not to mention the mental trauma he suffered. From what I can tell, Simon is a deeply disturbed individual who had mental problems even prior to the accident. Oh. Ich glaube, die Dinger können uns doch was tun. Holy fuck! Holy shit! Das sah ein bisschen aus wie diese Schweine an den Metzgern, die immer angehängt wurden. Und diese Haken. Und da war überall Blut und so. War das hier eine Metzgerei oder so? What the fuck? What the fuck? Wasn't this where I came from? No, no, no. Something is obviously not right. Oh, hallo Captain Obvious. Nice to meet you. Before something else happens. Irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Nein, nein, hier sind nur überall Monster und so. Leaving this for good. Arschloch. Und ich gebe ihnen den Collateral, ey. Ich bin jetzt hier. Ich brauche die beiden Fuses, oder? Ja. Ah, hier bin ich hergekommen. Muss ich hier hoch. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt wieder zurück? Oder ist die Tür hier noch offen? Nein, die ist nicht offen. Und der Speicherpunkt ist weg. Aber jetzt mal eine storytechnische Frage. Also, wir haben keine keine Antwort in Sachen Nervensystem von unseren Beinen mehr, aber wir können laufen. Wir haben mehrere Rückenmarkschädigungen. Ich glaube, hier ging es zurück. Außerdem. What the fuck? Außerdem, ich kann ohne Musik schlecht reden, haben wir ein mentales Trauma, das sogar noch schlimmer ist als das, was wir selber erlitten haben. Wir können. Moment mal schnell. Könnte es sein, dass wir hier noch im mentalen Trauma sind und das alles, was der gerade gesagt hat, nur so halb im Halbdings miterlebt haben? Nein, he suffered a mental trauma. Das ist alles schon vorbei, mich gab's da schon. Also, mich gab's da schon lebendig. Ich war da noch fully auf Standby. Hier geht's wohl zurück. Okay. Okay. Ja. Das heißt also im Klartext, dass ich mir den 16 irgendwann mal weggelegt habe. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Dass die Heultreppen hängen. Und dass wir hier speichern.
You will not survive, hier ist der Speicherpunkt also. Jetzt sind wir ja wieder im Train. Und dass wir bestimmt gleich überfahren werden. Mich überfährt niemand so schnell. Was? Ah, wir fahren jetzt nach Hause. Wie schön ist das dann? Das heißt, wir haben das Spiel fast durch. Kommt bestimmt noch irgendein Endgegner und dann haben wir es. Wie schön ist das denn? Und ja, ich tue wirklich so, als ob ich das Spiel zum ersten Mal spiele. Ich bin gut im Lügen. Back to the train. Sitting here like a fool. Feels like it was just a few seconds ago I was traveling here. No. Straight. I got hit by a car, woke up, and these things have been trying to kill me since. Also I mean, doch. What is actually happening with me? Das ist Mom keeps telling me to get home, but oh, why? How would that solve any of the crazy shit I've seen? I can't even contact the police here. Everything is just fucked. Could it be that I'm just hallucinating? No, seriously. Am I? Ich will ihm nicht reinreden. Or is there something else? Leck, 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 leck. I keep thinking back at that doctor guy. Well, he is crazy, all right. But could he have done something to me? Seeing as he wears a gas mask. Or is all this just not real? I'm confused. I'm just very confused. So many questions. There's no answers. I'll ja, das kann ich verstehen. When I come home. Oh. Na super.